Wenn du deine Bewerbung erstellst, solltest du dir immer drei Fragen stellen. Frage Nummer 1: Was biete ich für die Position und für die Firma? Wir nennen das WHID1. WHID1 steht für: Was habt ihr davon? Frage Nummer 2, die du dir stellen solltest, ist: Was interessiert mich an der Stelle und dem Unternehmen? Wir nennen das WHID2. Was habe ich davon? Und die dritte Frage, die du dir immer stellen solltest, ist: Was hebt mich vielleicht von anderen BewerberInnen ab? Was ist mein Unique Selling Point? Davon sprechen wir im Marketing. Was ist meine Einzigartigkeit? Was hebt mich von anderen BewerberInnen ab? Lass dich von dieser Frage, wenn sie im Vorstellungsgespräch gestellt wird, nicht verunsichern, weil das kannst du ja gar nicht wissen. Du weißt ja gar nicht, wer sich sonst bewirbt. Es geht aber auch nicht darum, was deine Einzigartigkeit ist und was niemand anderes hat, sondern es geht darum, was du besonders gut kannst. Genau darüber solltest du dir Gedanken machen, weil du das ja auch später im Bewerbungsprozess benötigen wirst, um zu argumentieren, warum du die Richtige, der Richtige für den Job bist.